Willkommen zu diesem Spiel hier im Berliner Olympiastadion. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt natürlich auch. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Union Berlin. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel. Und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. Die Hertha hat sich mittlerweile wieder in der Spitzengruppe festgesetzt. Und Wolf, das war ja zuletzt nicht immer so. Berg- und Talfahrt. Ich glaube, und das ist der Schlüssel zum Erfolg, es kommt wirklich Ruhe in den Verein. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Frederik Renault ist im Tor. Timo Baumgartl spielt mit Robin Knoche in der Verteidigung. Yannick Haber steht gemeinsam mit Rani Khedira auf den zentralen Positionen. Und im Sturm bauen sie heute in dieser Partie auf zwei Angreifer. Anstoß Hertha BSC. Luis Luque Bacchio. Gutes Tackling. Trimmel. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Klasse Zuspiel. Nicht drin. Klasse vom Torwart. Boetius. Da muss er hin und holt sich den Ball. Rani Khedira. Da erobert er den Ball. Marco Richter. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. So, rüber, auf die andere Seite. Er spielt steil. Aber da kann die Abwehr aufatmen, sie holen sich diesen Steilpass. Marco Richter. Klasse ausgetrickst. Luis Luque Bacchio. Sie können es machen. Da ist das Tor. Die Gastgeber haben es gemacht. Sie gehen in diesem Derby mit 1-0 in Führung. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Rani Khedira. Haberer. Super dazwischen gegangen.
Sibacö. Ja, geht gut dazwischen. Haberer. Gefährlicher Pass jetzt. Geht dazwischen und hat den Ball. Marco Richter. Das könnte was werden jetzt. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel, nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung. Oh, warte, was für eine Chance! Sie können sich befreien, tolle Aktion. Aktion, Spiel raus. Pausenpfiff. Durchgang 1 ist zu Ende. Kurz durchatmen, dann geht's hier weiter. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Jetzt die Flanke. Hätte gefährlich werden können, war es dann aber eigentlich doch nicht. Boetius. Marco Richter. Tolles Zuspiel. Ganz gefährlich. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidiger. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Baumgartel. Spielverlagerung jetzt. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Baumgartel. Sieht vielversprechend aus. Können Sie verkürzen? Was für ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie er den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Es gibt einen Wechsel. Ecke kommt rein. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Stehen jetzt sehr defensiv, tun im Moment wenig fürs Spiel. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Dodi Luque Bacchio. Die Hertha jetzt vielleicht über den Flügel.
Marco Richter! Was für ein Reflex! Einfach nur perfekt gemacht, eine tolle Aktion. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Sie spielen kurz. Was macht er draus? Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Robin Knoche. Ist das vielleicht die Chance auf den Anschlusstreffer? Jetzt kann das Tor fallen. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Sie wechseln aus. Eck in den Strafraum. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Weiter dieser Angriff. Da bieten sich Ihnen jetzt mehrere Optionen. Vielleicht der Anschlusstreffer. Sie haben sich nicht aufgegeben und schaffen hier den Anschluss. Was ist noch drin? Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Tor für den ersten. 2-1, hier ist noch alles drin. Die Nummer 2, Sosby. Boetius. Jetzt könnte es gefährlich werden. Baumgartl. Es geht auf die andere Seite. Regulär sind es noch 7 Minuten. Jetzt haben sie vielleicht noch mal die Chance. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Guter Schuss jetzt. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Dodi Lukebakio. Damit ist dieses Derby zu Ende und wir sehen die Enttäuschung bei den Gästen. Das war heute zu wenig. Am Ende müssen sie sich hier mit der Niederlage abfinden. Knappe Niederlage also am Ende in der Liga. Knapper geht's nicht. Wenn hier die ein oder andere kleine Szene anders läuft, dann geht's anders aus. Ich denke schon, dass man aus diesem Spiel auch positive Schlüsse ziehen kann. Er hat heute wirklich gut gespielt, Puschi. Da, wenn du ein Tor in so